Herzlich willkommen zu unserer Reihe Frauen in Führung. Heute mit einer Kollegin aus dem Bereich IT. Hallo Sabine Lehner-Zeif. Hallo Hanna Klose. Frau Lehner-Zeif, laut Organisationsbezeichnung sind Sie für IT-Plattformmanagement Drittprodukte zuständig. Was kann man sich darunter vorstellen? Drittprodukte. Zu dem Bereich der Drittprodukte gehört SAP, die ganze Landschaft, angefangen unten von dem Datenbankmanagementbetrieb bis hoch zur Anwendungsschicht. Anwendungen im SAP-Bereich sind die Kontoführung, das Rechnungswesen, Verwaltungs- und Baubereiche. Ja, also sehr vielfältig. Es geht weiter zu Drittprodukten rund um die interne und externe Kommunikation. Viele Lösungen für die kleinen oder größeren Aufgaben hier im Haus. Auch unten die Zeiterfassung, wenn Sie morgens kommen, Ihren Dienstausweis auflegen, dann gibt es dahinter ein Drittprodukt, was für die Übertragung der Daten sorgt. Und ja, dann gibt es noch das große IT-Monitoring. Da sorgen wir dafür, dass wir frühzeitig Störungen erkennen. Und in dem Kontext gibt es auch noch ganz viele Produkte und Services rund um die IT-Service-Bereitstellung. Also eine Vielzahl an Drittprodukten, unzählig. Also ganz entscheidende Anwendung auch für den Arbeitsalltag. Und seit wann machen Sie das? Und wie war Ihr bisheriger Weg bei der Bundesbank? Ich mache das jetzt seit 6,5 Jahren als Abteilungsleiterin. Mein Weg bei der Bundesbank begann mit einem dualen Studium an unserer eigenen Hochschule, Betriebswirtschaftslehre und danach in der IT als Systemtechnikerin, Integrations- und Abnahmetests, Softwarenachträge, also sehr interessant. Warum bin ich dort weggegangen? Ich wollte mich weiterentwickeln, ich wollte Karriere machen, Führungsaufgaben übernehmen. Und so bin ich letztendlich über eine Aufgabe in der Filiale in München gelandet, hier in Frankfurt im Bereich des unbaren Zahlungsverkehrs, europäische Zahlungsverkehrsprojekte wie Tage 2, Tage 2 Securities. Es hat mich lange sehr interessiert, war auch immer wieder spannend und abwechslungsreich. Ja, und dann war die Suche nach einer neuen Herausforderung und die war im Kontext von Abteilungsleitung und ja, IT. Und ich habe mich einfach beworben. Ich habe mich getraut, eine Bewerbung abzugeben. Das war die erste Voraussetzung, ja. Ja, mutig, gerade auch im Bereich IT, der ja allgemein als Männerdomäne gilt. Können Sie das bestätigen? Ja, das stimmt. Wenige Frauen auf allen Ebenen. Und ich konnte die Quote der Frauen gleich um 100% steigern auf der Ebene der Abteilungsleitungen, ja. Und was hat Sie bei Ihrer Karriere unterstützt oder gab es auch Unterstützer oder Unterstützerinnen, die Ihnen beim Fortkommen geholfen haben? Mich hat vor allem motiviert, Dinge zu machen, die andere vielleicht noch nicht machen konnten. Ich hatte männliche Mentoren, würde man heute sagen, die mich auch dadurch motiviert haben, indem sie deutlich machten, schaffen Sie das? Fragezeichen. Die auf Themen hingewiesen haben, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zweite Schwangerschaft. Und mein Chef meinte, Sie wollten doch Karriere machen. Das fand ich irgendwie eine Verquickung von verschiedenen Themenbereichen, die ja nichts miteinander zu tun haben. Meine Rede. Und eben auch mutig sein, Dinge anders zu machen. Also damals hätte ich mir weibliche, neudeutsch gesagt, Role Models gewünscht, die den Weg schon gebahnt haben. So war ich eher einsam und denke mir heute, ich erzähle dann gerne solche Geschichten, um andere Frauen zu motivieren, sich nicht davon abschrecken zu lassen, ja. Und Vorurteile können ja offenbar auch motivieren. Gibt es denn auch Aspekte von Führung, die Ihnen positiv aufgefallen sind? Oder was bedeutet gute Führung für Sie? Gute Führung sorgt für eine Zugewandtheit zum Menschen. Also für mich macht eine gute Führungskraft auf jeden Fall empathisch zuhören, nicht mit vorgefertigten Meinungen kommen, sondern in der konkreten Situation, bezogen auf die konkreten Menschen, nach Lösungen suchen. Umgekehrt aber auch Menschen zu motivieren, selbst zu analysieren, Lösungen zu suchen. Und nicht zu vergessen, mein Credo, Arbeit muss Spaß machen. Das heißt, der Spaß, die Freude in dem Miteinanderarbeiten, in dem Miteinander Dinge schaffen und auch Projekte wuppen, das ist, sind für mich wichtige Erfolgsfaktoren. Also Menschen befähigen, Freude zu haben und sich selber weiterzuentwickeln. Also ihre Stärken und ihr Potenzial auch wirklich auszuschöpfen. Mhm.
Und neben Spaß und Leidenschaft, die ich da jetzt raushöre, haben Sie darüber hinaus noch Tipps für junge Frauen, die auch eine Führungsposition in der IT anstreben? Das eine ist das Interesse an den Aufgabengebieten, also quasi die Fachlichkeit, und umgekehrt auch das Interesse am Menschen, sich aber auch zuzutrauen, neue Wege zu beschreiten, zuzutrauen, neue Aufgaben zu übernehmen, selbst wenn der bisherige Erfahrungsschatz noch nicht in dem Bereich sehr ausgeprägt war. Also einfach Zutrauen zu sich selbst und zu dem, dass große Aufgaben ja auch motivieren und anspornen können. Das sind doch praktische Tipps und hoffentlich auch Motivation für viele Nachwuchskräfte, den Weg zu gehen. Insofern herzlichen Dank, Frau Lehnert-Seil, für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.